So, und damit herzlich willkommen zum Let's Play zu Majora's Mask. Ich muss gerade etwas leiser sprechen, weil hier schlafen gerade alle. Epona, pssst, ruhig. Wir sind ja hier eingedrungen, um 2 Uhr der Kleinen hier zu helfen, gegen die bösen Geister zu kämpfen. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt in der Aufnahme. Ich will jetzt hier aber keinen wecken. So. Und da kommt die Kleine auch schon. Wenn wir sie jetzt ansprechen würden, würde sie sagen, hey, wir treffen uns doch gleich in der Scheune. Aber okay, tun wir dieses, treffen wir sie in der Scheune. Hier sind jetzt auch überall Kühe. Bald ist es soweit. Du kümmerst dich um den Ausmacher, ich Grashüpfer. Behalte die Karte im Auge, sofern du eine hast. Was auch immer geschieht, sie dürfen nicht in die Scheune gelangen. Hallo. Sie nähern sich der Scheune auch von hinten. Sei also vorsichtig. Sollten dir die Pfeile ausgehen, dann sieh in den Kisten nach, die der Scheune herumstehen. Oh, cool. Okay. Gehen wir also hinaus, um mal zu gucken. Es müssten ja die Geister irgendwo auftauchen. Und wir sehen ziemlich viele weiße Blöcke. Na, Epona. Zack. Die alle der Scheune wirklich nahe kommen. Und ja. Wir müssen halt hier alles schön verteidigen bis zum Sonnenaufgang. Natürlich stellen wir die Zeit jetzt auch wieder auf normal. Also haben wir ja auf normal gestellt die Zeit. Na, ich glaube, ich sollte mal auf Epona gehen. Irgendwie nervt mich gerade mein Stick, sodass ich nicht ordentlich schießen kann. Und ich will es jetzt nicht. Ich will es jetzt ungern dadurch versauen. Na. Uah. Bleib weg. Habe ich ja doch nochmal abgewehrt bekommen. Zum Glück droppen die auch immer schön Pfeile. Diese bösen Geister. Und ja, ich würde sagen, das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Ich glaube, Sonnenaufgang dauert noch ein paar Stunden in-game. Ah, Mist. So. So. Epona, schnell. Zum Glück tun diese Geister uns nichts, also wir brauchen nicht großartig aufpassen. So, komm schon. Noch eine Stunde, glaube ich. Eigentlich geht die Sonne doch schon auf. Oh oh. Ach, cool. Wir brauchen gar nicht bis 6 Uhr warten. Die Sonne ist aufgegangen. Yeah. Wir haben es geschafft. Wir haben sie besiegt. Ich danke dir. Dank deiner Hilfe wurden die Kühe gerettet.
Nimm bitte diese kleine Aufmerksamkeit an. Wenn du trinkst, vergiss nicht, eine Hand in die Hüfte zu stemmen. Was? Naja. Du hast eine Milchflasche erhalten. Die Milch versorgt dich mit wertvollem Kalzium. Drücke C, um einen kräftigen Schluck zu dir zu nehmen. Dadurch werden 5 deiner Herzen wieder aufgefüllt. Die Flasche enthält 2 Schlucke. Vergiss nicht, die leere Flasche wieder zu verwenden. Ja, ja, immer schön recyceln. Meine Schwester wird gleich aufstehen. Ich muss rasch zurück auf mein Zimmer. Bis später, kleiner Held. Du hast dem Bauernmädchen geholfen und die Kühe gerettet. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Okay. Können wir also schon mal nachschauen? Moment, haben wir damit... Ja, damit haben wir Romani erfolgreich abgeschlossen. Im Notizbuch. Und ja, ich würde sagen, ich weiß jetzt gerade nicht, wann hier wieder aufgeht. 6 Uhr morgens. Weil die Schwester von der kleinen Romani, die kann uns nämlich auch noch etwas geben. Und wir haben ja noch Zeit. Von daher warte ich jetzt einfach mal, bis der Bildschirm wieder ganz klein geworden ist. Epona, pscht. Pscht. Ach ja, ich könnte mal ein paar Pfeile holen. Weil sie ja derzeit das Einzige sind, was uns wirklich am Leben erhält. Bam. So, noch einmal. Dankeschön. Dämmerung des zweiten Tages. Ich legge wie Teufel. So, mal eben kurz im Taskmanager die Priorität höher gestellt. Dadurch dürfte der N64 etwas einfacher laufen. Ich sollte vielleicht auch mal geprüft haben, ob ich überhaupt gerade richtig aufnehme. Aber müsste eigentlich. Gehen wir doch mal die Schwester suchen. Die müsste ja hier auch irgendwo rumlungern. Wo ist sie denn? Oder habe ich sie jetzt schon wieder verpasst? Hallo? Da ist doch gar keiner rausgekommen. Wo sind die? Die sind beide hier drinnen reingegangen. Wo sind die? Also ich habe keinen aus dem Haus gehen sehen. Auch wenn ich kurz hinter der Scheune war. Sonne. So. Ah, da ist ja die Schwester. Oh, hallo. Ich möchte auch Milch in die Stadt bringen. Du bleibst hier und passt auf alles auf. Du willst doch nicht, dass sich die Kühe einsam fühlen, oder? Nein, Schwester. Ich fahre mit dem Wagen in die Stadt. Willst du mich begleiten? Heute Abend gegen 6 Uhr fahre ich los. Wenn du Lust hast, kannst du gerne mitkommen. Kremia, die Besitzerin der Ranch, wurde ins Notizbuch eingetragen. Okay, um 6 Uhr. Blablabla, ja, ich weiß. Okay, haben wir also schon mal was für den Abend geplant. Abends um 6. So, jetzt können wir übrigens ja auch Epona nehmen und einfach mal abhauen. Hui. Unser Schwert sollte ja inzwischen auch fertig sein. Und ja. Tio. Milchstraße. Hui. Ach genau, ich muss ja auf Piki an die Bergsiedlung. Dafür, da ist Epona etwas schlecht mitzunehmen. So. Habe ich das erfolgreich gespielt? Ja. Wie gesagt, wir sind ja immer noch theoretisch im Special, auch wenn jetzt wieder schon ein paar Tage noch vergangen sind. Das Spiel ist gerade derbe laut. So. So, dass ich kann ja nicht mal mein eigenes Wort verstehen. Der Frühling ist immer noch hier und ich habe wirklich gerade beim Schneiden der letzten Folgen festgestellt, ich habe alle Feen vergessen. Die 4 Feen vergessen abzugeben von dem Tempel hier. Und das tut mir jetzt schon weh.
Da werde ich aber wohl noch mal was machen. Vielleicht mache ich das auch jetzt noch, sobald ich das Schwert in voller Stärke wiederbekommen habe. Reden. Zwar hat es ein... Oh, falsche Stimme. Zwar hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es fertig. Dein Kokiri-Schwert erfuhr die Kraft von Glut und Stahl. Sein neuer Name soll fortan Elfenschwert sein. Die schimmernde Klinge dieses Schwertes schneidet schärfer als der eisige Odem des Winters. 100-mal kannst du es einsetzen, bevor seine Schneide ihre Kraft wieder verliert. Vergiss nicht, dass die Klinge nach 100 Streichen ihre Schärfe verliert und wieder zu einem normalen Schwert wird. Aber pass auf, bringst du mir Goldstaub, bevor dein Schwert seinen Schneid einbüßt, schmiede ich dir das stärkste aller Schwerter. Verstehst du? Goldstaub. So, schauen wir doch einmal kurz an, wie das Schwertchen aussieht. Und es sieht wirklich, wie ich finde, eigentlich so ziemlich geil aus. aber gut, bringen wir das wieder weg. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt bezahlen muss noch. Schnell einen Kaffee, blablabla. Hey, das ist wohl ein schlechter Scherz. Dein Schwert wurde bereits zu einem Blöschen. Sei denn, du willst es noch weiter verstärken? Dazu brauche ich Goldstaub. Hast du welchen? Drücke Start. Ja, wir haben ja noch aus dem Rennen, haben wir noch den Goldstaub. Da. Wenn das kein Goldstaub ist und sogar von sogar die feinste Qualität. Selbst wenn ich ihn verwende, wird es ein kleines bisschen übrig bleiben. Weil du es bist, werde ich dir nichts berechnen, also erzähle niemandem davon. Danke für deinen Besuch. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Komm morgen früh wieder. Und damit haben wir abermals unser Schwert verloren. Aber danach jetzt die optimale Schärfe haben. Sollte ich übrigens jetzt in der Zeit zurückspringen, habe ich mein Schwert wieder erlangt, allerdings wieder auf der alten Schärfe. Also wieder das normale Kokiri-Schwert. Und jetzt muss ich aber mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo war denn die Feenquelle? Ich habe die ja total vergessen. Also schauen wir jetzt einmal, während wir haben jetzt gerade nichts Besseres gerade zu tun. Schauen wir also mal, wo denn die Feenquelle ist. So, über den geronnenen Schnellweg. Hui. Oh, okay, es regnet auch keine Schneebälle mehr. Was den Weg natürlich, naja, nicht vereinfacht, sage ich mal. Weil, wenn wir im Stachelmodus sind, stört uns ja eh soweit nichts. Die war doch bestimmt irgendwo hier. Oh, einmal kurz hier schön durchlenken. Jawohl. Schauen wir einmal kurz nach dem Eingang. Der ist doch bestimmt hier irgendwo. Au. Na, hier tropft es auch schon überall. Nicht hier unten oder so? Ah, hier. Das ist bestimmt die Feenquelle. Ja. Gut. Ah. Irgendwie habe ich es heute mit meiner Nase. Gut. Ich würde sagen... sollte ich den zweiten Tag dafür benutzen? Huch. Der Corona sitzt da ja wieder. Ob ich mit dem reden kann? Hallo Corona. Ich dachte, du bist abgeschmiert. Hab den noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Das ist für mich jetzt absolut neu. Hin. Damani. Was in aller Welt habe ich die ganze Zeit über gemacht? Ich erinnere mich nur, dass ich mich zum Piki Bär näher aufmachte, um nach dem Rechten zu sehen. Warum sitze ich hier an diesem Ort? Keine Ahnung. Der Atem des Frühlings lässt das Land wieder ergrünen. Überbringen bitte dem Ältesten der Gronen meine Grüße. Okay, der scheint also doch nicht runtergefallen zu sein.
Also zumindest nicht unendlich lange tot, so, also. Schaffe ich das noch ohne Magie? Ja, doch, geht noch. So, schauen wir aber mal, ob wir noch ein bisschen Magie bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht. Könnte ich eigentlich auch gebrauchen. So, und das Herzchen nehmen wir auch noch. Schauen wir einfach mal, ob ich den Dungeon überhaupt noch machen kann derzeit, weil der ist ja eigentlich durch. Huch, Mist. Und damit ist meine Magie auch wieder alle. Na gut, rollen wir hier also im langsamen Stil hoch. Zum Glück rutsche ich ja nicht weg, dadurch, dass ich einmal schon Speed drauf habe. Ah. Ja, wir drehen uns schön im Kreis, im Kreis, im Kreis. Lalalalalala. So, dann laufe ich einfach ab jetzt. Wie einfach alles tröpfelt. Ehrlich gesagt ist mir das noch nie aufgefallen. Meine Güte, ich kriege hier neue Erkenntnisse über ein Spiel. Aber gut, das ist auch Teil des Let's Plays. Da lernt man immer mal noch neue Seiten von Spielen kennen. So. Gehen wir mal inne. Ja, wie jetzt? Ah, lass mich doch in Ruhe. Wir haben Geister. Gut, ich würde sagen, dann mache ich jetzt, wenn es wirklich geht. Achso, einmal kurz gucken. 0 von 15, okay. Dann mache ich jetzt einmal den Dungeon. Und werde das wahrscheinlich dann im Schnelldurchlauf anzeigen. Und ihr könnt es ja genießen.
Oh,